Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht's rein in den DLC. Ich bin ultra gespannt. Ganz viel Spaß mit den Highlights. Sollte das zu lang sein, der Akt 6, dann werde ich daraus vielleicht zwei Teile machen, aber schauen wir mal. Ja, da hast du recht, aber es wurde ja das ganze D4-System umgebaut. Ah, wurde in Season 4 auch, ne? Aber das ist alles keine Entschuldigung. Ich weiß, was du meinst, aber grundsätzlich muss man ja einfach sagen, dass die Season unfassbar kurz ist, wenn du nur die Season betrachtest. Klar ist der Rest alles geil. Aber stell dir mal vor, du hast keinen DLC. Okay, jetzt geht's hier rein. Cutscene? Wer ist er? Ich erinnere mich nicht an den. Gerechtigkeit! Ja! Okay, wieder entfachter Glauben. Guck mal, da ist er, der Sack. Hallo, ist jemand da? Geht's dir gut, mein Judster? Ah, ist eine Frau. Ups. Lol, man kommt hier nicht rein. Hol ich mein Tiger raus. Hä, die haben hier umgebaut. Das sieht anders aus als früher. Das ist doch einer unserer Begleiter. Wird das unser erster Begleiter? Erinnert mich voll an Diablo 3, wo es Kämpfe gab in der Stadt. Mann, wann geht's endlich? Ah, guck mal, jetzt geht's hier nach Nahamtu, Leute. Das weiß ich schon. Aus dem PTR. Was war? Mich würde voll interessieren, was hier früher war. Imagine, hier war früher schon die Brücke hier, die kaputte. Mann. Gibt's da altes Footage oder so? Oha, da ist das Boot, was wir gesehen haben, aus der Cutscene. Oh, guck mal, wer das ist. Wieso sind meine Zähne eigentlich so komisch? Und seine sind normal. Ich komme jetzt auf irgendeine Insel und dann chill ich einfach mein Leben. Was passiert jetzt? Hä? Ist Game vorbei? Game verloren. Game over. Das war der DLC, Leute. Spiel vorbei. Ach so. Healer. Okay, so erklären sie dann also die Überfahrt nach Nahantu. Geht's langsam ab hier. Geht's langsam ab. Ach guck mal, da ist er. Hat er seinen Arm wieder oder ist der Arm ab? Ah, besser Arm ab als Arm dran, ne? Ich glaube, der Arm ist ab. Ich glaube, der Arm ist ab. Das ist also Nahantu, Leute. Hier ist das Söldner-Ding. Das Söldnerlager. Wie nennt sich das? Unentdeckt. Söldnerlager. Die anderen Söldner kehren eher zurück, wenn ich hier bin. Okay. Wir müssen jetzt alle Söldner nach und nach freischalten, denke ich mal, durch die Season. Ja, durch die Season. Durch die Questline. Durch Akt 6. Ein namenloses Geheimnis. Okay, jetzt hier kannst du dann die Leute freischalten. Und ihr wisst ganz genau, wen ich freischalten will. Für alle, die das letzte Video gesehen haben. Hier, Subo. Ich sag euch ganz ehrlich, Subo ist der Beste. Also für alle, die es nicht wissen. Subo, der Söldner, ist meiner Meinung nach der beste Söldner. Weil er eine passive Fertigkeit hat, dass du alle Gegner mit Punkten auf der Karte siehst. Das heißt, oben rechts wirst du dann die ganze Zeit überall alle Gegner sehen. Das ist wie ein Wallhack. Subo enthüllt alle Gegner und Materialien im Gebiet. Der Rest ist mir kackegal. Ich will dich nur haben, dass du für mich alles aufdeckst. Oh mein Gott, guckt oben rechts auf die Karte. Oh mein Gott, das ist geil. Mann, das gefällt mir alles sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Die Season Questline, die Season an sich ist Müll. Aber das hier, das, oh mein Gott, gefällt mir das gut, ey. Das kann ich richtig in Worte fassen, wie gut mir das gefällt. Wir sind in der ersten Stadt. Trank leveln, aktivieren. Ich bin gespannt, ob die Nerell-Geschichte dann am Ende vorbei ist, nach Akt 6. Also, dass die Geschichte an sich vorbei ist oder ob man wieder einen Cliffhanger hat, wie es am Ende von Akt 5 war, wo sie mit dem Stein wegfährt. Bin sehr gespannt, ob es einen Cliffhanger gibt oder nicht. Wir müssen ihm trauen. Oh, wer ist er denn? Nächste Stadt freigeschaltet. Ah, guck mal, hier ist Schwierigkeitsstufe. Wo ist dein Port? Ist hier irgendwas Neues? Was ist das hier? Portalaktivator. Unterstadt. Unterstadt ist hier. Bazar von Kurast. Hat das hier eigentlich Ähnlichkeit mit Kurast aus D2? Nee, ne? Konfrontiert Mephisto. Okay. Ich hatte gedacht, wir würden viel mehr von Nairel sehen, aber anscheinend verfolgen wir sie gerade erstmal noch, ne? Bestimmt sehen wir die gleich bei Mephisto und dann ist vorbei. Meint ihr, der Endboss ist Mephisto? Boah, was ja auch cool wäre, wenn Mephisto, ohne dass sie es gesagt haben, nochmal ein zusätzlicher Endboss wird. Guck mal, da ist er doch. Ich finde unser Oberteil gut. Ich glaube, das kaufe ich meiner Freundin nochmal. Auch ein Ding, was viel zu wenig appreciated wird. Du kannst die ganze Story mit 4 Leuten spielen, zusammen. Und alle progressen. Das hast du auch nicht bei vielen Spielen. Das muss dann auch einfach mal auch mal appreciaten, finde ich. Oh, cooler neuer Gegner. Sehr cooler neuer Gegner. Spielst ja wie Monk. Ja. Ich glaube, das ist auch die Grundidee von dem Charakter gewesen. Wie ein Monk. Aber halt auch wieder anders. Aber es ist sehr ähnlich zu Monk. Dieses Fäulnis sieht aus wie Venom, Alter. Ich habe das Gefühl, Akt 6, klar. Oh,
Vielleicht gibt es auch mehr als nur einen, aber der kommt mir schon sehr lang vor. Ich bin jetzt fast 2 Stunden in einem Akt. Gab im Base Game Akte, die waren unter 1 Stunde. Ah, hier ist Nayrel. Guck sie dir an. Endlich haben wir sie mal gefunden. Da ist sie ja. Nayrel Halbhand. Oh, eine gute Cutscene. Das sind wir. Wir sind voll komplett voll mit Blut. Wasch dir mal das Gesicht. Boah, ist das hell. Den möchte ich als Reittier haben. Imagine, der kommt für 100 Euro. Ich sag dir, jeder rennt damit rum. Oh, guck mal. Boah, wenn das ein Reittier wäre, Digga. Guck ihn dir an. Richtiger Big Babo. Die kriegt den als Reittier. Kehrt nach Kuras zu Nayrel und Ero zurück. Stell dir mal vor, du kriegst den, das Reittier am Ende des DLCs als Belohnung. Digga, würden viele DLCs mal verkauft werden. Ich kann nicht glauben, dass wir den DLC jetzt spielen. Wenn du überlegst, vor einem Jahr auf der BlizzCon haben die den vorgestellt. Wie schnell ist das Jahr bitte jetzt auch verflogen? Wie ist das DLC bis jetzt? Genauso gut wie das Base Game. Genauso gut wie das Base Game. Von der Cutscene-Qualität und von der Story her. Okay, man kämpft also jetzt gegen ihn. Und das ist der Endfight, oder wie? Uriva. Das muss ja Endfight sein. Ich glaube nicht, dass wir gegen Mephisto kämpfen. Aber, das ist okay, gut, vielleicht. Weiß ich nicht, aber das müsste auf jeden Fall hier Ende vom Akt sein, würde ich behaupten. Haltet mich für den Irren. Die Synchro ist wieder so krass gut, ne? Steven killt dann einfach. Ich hätte niemals gedacht, dass der DLC so lang ist. Seit wann bist du im DLC? Seit 2,5 Stunden. Ich sag doch irgendwie, der Endfight wird gegen Mephisto. Oha! Jetzt geht's ab! Es kommt der Riesentintenfisch. Der Megalas. Oh mein Gott, sieht richtig cool aus. Wir sind Moses. Ich wusste schon immer. Da können wir jetzt runter. Der, wie lang diese... Also das hätte ich niemals gedacht, dass der DLC so lang geht. Oh, Cutscene? Aha. Was hier passiert? Okay. Der Löwe ist auch wieder am Start. Ihr könnt jetzt los. Wieso sehen meine Zähne so komisch aus? Wird der zum weißen Wanderer? Wer ist der überhaupt, der da liegt? Hab von Anfang an gesagt, der mit dem ist stimmt was nicht. Alter! Wieso können die immer so krasse Sachen? Und ich kann immer nur mit meinem kleinen Schwert angreifen. Endlich geht's ab! Endlich! Endlich gegen Mephisto. Richtige Schlägerei. Geil! Ich frage mich, ob er danach als Endboss freigeschaltet wird. Das wäre so cool, ohne dass sie es vorher gesagt haben. Aber es hätten die Leute ja, die das anspielen durften, erzählt. Akara ist am Start. Wer ist gleich tot? Und schau mit dir. Krasser Boss. Hoffentlich kommt er wieder. Akarats Körper lag da. Das habe ich jetzt auch gecheckt, ja. Das habe ich jetzt auch gecheckt. Kommt jetzt noch was oder war es das? Das ist die Frage. Aha. Da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt, wieso er das gemacht hat. Ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. Ne, guck mal, es geht weiter. Erobert den Stützpunkt Kishuk. Schließt Questreihe Lehren des Lassers ab. Schließt Dungeons in Nahantur ab. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mehr per se mit der Hauptstory zu tun. Also sollte es so sein, dann gibt es ja nochmal eine zweite Folge, aber das sollte, war bestimmt eine Mörderfolge, was wir alles gemacht haben. Mephisto war so mit das Letzte. Sollte hier noch irgendwas Spannendes kommen oder so, gibt es nochmal eine zweite Folge. Wenn ihr nichts zu Diablo 4 verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.